Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Tauschpäckchen bekommen und bin mega gespannt, was drin ist. Deswegen habe ich auch gedacht, ich setze mich jetzt noch vor die Kamera und filme das ab. Das Tauschpäckchen, super schön gestaltet übrigens, kommt von der lieben Verena. Sie hatte mich auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse an einem Tausch hätte. Sie hätte das ja in dem einen Video gesehen, dass ich gesagt habe, ja, ich bin immer da offen. Ich habe gesagt, klar, machen wir. Ja, und ich bin mega gespannt, was drin ist. Das Paket ist da, es ist noch zu, habt ihr gesehen. Ich bin bewaffnet mit einer Schere und werde jetzt mal schauen, dass ich es öffnen kann, damit wir da gemeinsam reingucken. Ich bin mega gespannt. Es ist auch schon Abend mittlerweile. Es ist Freitag, der 9. Juli übrigens, für diejenigen, der das interessiert. Ja. Den Tag über war das Wetter hier ziemlich, naja, nicht so dolle, sag ich mal. Aber jetzt ist nochmal richtig schön geworden. Hier kommt schönes Licht rein und ich dachte, ja, jetzt genau die richtige Zeit. Ich mache das Paket jetzt mal auf. Es ist gut verklebt auf jeden Fall, aber ich bin gleich durch. So, Paket ist offen. Der Blick hinein zeigt mir erstmal eine schöne Serviette mit, ich habe die früher immer als Kind Einbeinsteher genannt, Flamingos drauf, total süß. Ja, und ich sehe verschiedene Gruppen von Dingen, hier ist nochmal eine Serviette, die ich nach und nach auspacken werde. Einmal ist ein Tütchen dabei, da steht Überraschung drauf. Und ganz als erstes sehe ich hier Katjes Sternentänzer. Ohne tierische Gelatine, vegetarisch. Das sieht gut aus. Ja, das werde ich genießen. Ich habe morgen mit meinem Freund zusammen einen kleinen Roadtrip vor. Das werde ich, glaube ich, mitnehmen ins Auto. Dann haben wir was zu naschen. Ja, womit fange ich an? Ich glaube, ich fange mit der Tüte Überraschung an. Sieht total süß aus als Einhorn. Überraschung für Petra. Auch da brauche ich noch mal kurz meine Schere, denn das ist verklebt. Und ich will die Tüte nicht kaputt machen. Ah, da sind nicht wachsige Sachen drin. Das sehe ich schon. Ich habe ihr auch sowas beigelegt, allerdings nicht so schön verpackt. Hier ist auch ein Briefumschlag. Dann werde ich als erstes mal meine Post lesen. Für Petra mit einer Sonne drauf, total schön. Und auch die Karte, es hat ein super schönes sommerliches Motiv, gefällt mir gut. Schauen wir mal. Wie süß. Also sie hat mir eine Schminkpalette mitgeschickt, weil ich in meinen Videos immer so geschminkt bin, also heute... Es ist Abend, es ist nicht mehr so dolle. Ich habe noch mal Lippen nachgezogen, aber sonst... naja, wir schauen mal. Was habe ich denn für eine Palette? La Splash Cosmetics Eyeshadow Palette. Spiegelt jetzt ein bisschen, man sieht dann die Kamera. Die Marke sagt mir gar nichts. Magic Eyeshadow. Cruelty Free, das finde ich schon mal gut. Oh, die sieht sehr schön aus. Super schönes Packaging und innen drin, oh ja, schöne Brauntöne bis Schwarz, gefällt mir gut, damit kann ich sicherlich was anfangen. Ja, die mag ich, die werde ich nicht weiter tauschen, liebe Verena, die behalte ich. Die werde ich dann demnächst auch mal ausprobieren. Sehr schön, da freue ich mich. Wunderbar. Dann habe ich noch drin, oh, das können meine Füße sehr gut gebrauchen, Smooth Heels. Wir haben einen Zweierpack. Ist das einfach eine Maske? Ja, ich habe gedacht, ich meine, ich hatte mal was Ähnliches, da war ein Teil dann ein Peeling, das andere eine Maske. Das ist eine Maske mit zwei Teilen, also zwei Portionen. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. 2x7 Milliliter. Meine Füße lieben sowas. Die sind auch sehr trocken. Ich habe generell sehr trockene Haut. Im Moment ist die Nagelhaut, die unheimlich trocken ist. Ja.
So ist es halt. Und jede Menge Bonbons. Wahrscheinlich für meinen Schatz. Der kann die dann auch morgen im Auto genießen. Das ist doch super. Sehr schön. Gut, dass ich das Paket noch aufgemacht habe vor dem Roadtrip. Dann komme ich mal zum ersten Päckchen mit Wachsen. Die sind so ähnlich eingepackt, wie ich die auch bei ihr eingepackt habe. Ich habe auch mal so ein paar, irgendwie so gut 200 Gramm immer zusammengepackt, pro Tüte oder so. Ja, wir schauen einfach mal rein, was es ist. Ich habe von Scentsy Berry Fairy Tale. Ich glaube, den hatte ich noch nicht. Ich bin halt oft nicht so der fruchtige und Beerenmensch, dass ich das selber kaufe, aber ich rieche es eigentlich gerne und der ist auch echt schön. Das ist so ein sehr süßer, gemischter Beerenduft mit einer Vanillenote drunter, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Werde ich auf jeden Fall genießen. Dann habe ich einen Würfel von Scentsy Pineapple Pucker. Den habe ich da. Ja, der ist mir eigentlich zu ananassig. Aber man kann ihn ja mischen, ne? Ja, es ist halt ein reiner Ananasduft ohne Schnickschnack, ohne Kokosnuss, ohne irgendeine Cremenote. Pineapple Pucker, reiner Ananasduft, eigentlich ganz schön, aber ich habe das lieber, wenn es gemischt ist. Ananas alleine, ich esse die super gerne, aber ich verdüftel die nicht ganz so gerne. Dann habe ich hier Liebe zum Handmade, ist wieder in der Heimat angekommen, die Wassermelone. Ja, Liebe zum Handmade ist ja im Nachbarort von mir. Finde ich immer wieder witzig, wenn ich daran denke. Ich muss das mal rausholen. Nach den Scentsy-Düften ist das jetzt irgendwie schwach. Aber ja. Wassermelone. Eine schöne Wassermelone ohne zusätzlichen Zucker, würde ich sagen. Also nicht so eine Watermelon Lemonade, sondern wirklich nur Wassermelone. Ich könnte reinbeißen, echt. Ja, lecker. Ich esse die auch wirklich gerne. Als Kind mochte ich die noch nicht. Mittlerweile mag ich die gerne. Ein neuer Scentsy-Duft. Wieder neu für mich, wirklich. Kenne ich noch nicht. Strawberry Champagne Truffle. Strawberry Champagne Truffle. Könnte mir gefallen. Auch den hole ich mal da raus. Der ist für Scentsy auf der sanfteren Seite, würde ich sagen. Was mir gut gefällt, ist, dass die Erdbeernote nicht so eine künstliche Schaumerdbeere ist. Sondern sie ist eine natürliche Erdbeere, aber im Hintergrund. Ich finde den Champagne Truffle im Vordergrund. Das ist ein schöner Duft. Den kann ich mir sehr gut auch hier im Büro vorstellen. Den mag ich, ja. Schön. Hätte ich mir auch wahrscheinlich vom Namen her halt nie gekauft. Jetzt kann ich ihn ausprobieren. Einen, den ich sehr gerne mag von Scentsy, Go Go Mango. Ein Würfelchen für mich in meinen Vorrat. Sehr schön. Da freue ich mich. Ein spritziger, süßer Mangoduft. Ohne eben diese muffige Note, die eine Mango entwickeln kann in Düften. Gefällt mir immer mega gut. Ist einer meiner liebsten Sommerdüfte von Scentsy. Mag ich. Goose Creek Blueberry Limeade. Blueberry Limeade von Goose Creek. Kenne ich nicht. Werde ich jetzt mal testen. Oh ja. Ein schöner Limeade-Duft. Mit einer dezenten, aber schönen Blueberry-Note im Hintergrund. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Oh ja, da sind noch schöne Sommerdüfte bei. Das ist gut, weil meine Schubladen werden schon langsam leer und der Monat ist noch lang. Und ich habe mir vorgenommen, da nichts mehr nachzulegen. Ja, könnte schwierig werden. Als nächstes finde ich Scentsy Lemon Verbena. Den habe ich in einem Bar noch nie gehabt. Ich habe allerdings den Counter Clean in Lemon Verbena und ich liebe den. Ich putze so gerne damit, dass ich viel öfter auch putze, als ich sonst putze. Weil es einfach so gut riecht. Oh. Hier ist die volle Dröhnung drin.
Aber ja, ich mag diesen Duft. Der ist einfach spritzig, lecker, wunderbar. Ja, ich freue mich, dass ich den auch mal als Melthabende kann. Yankee Candle Home Inspiration Watermelon Slice. Hat auch eine wunderschöne Schrift, ne? Die liebe Vanessa. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Das mag ich ja, wenn die Leute so wirklich schöne Schriften haben und nicht so krackelig, dass man das kaum lesen kann. Watermelon Slice. Ja, die Wassermelone ist künstlicher als eben die. Und da ist irgendeine Zuckernote noch mit drin, sodass es nicht die reine Wassermelonenscheibe ist, wie der Name vermuten lassen würde. Trotzdem gefällt auch der mir. Schön. Scentsy Black Raspberry Vanilla. Das ist ja so ein unscheinbarer Duft, den es eigentlich auch fast überall gibt, den es auch gut als Öl zu bekommen gibt, um selber Melts zu machen. Black Raspberry Vanilla kaufe ich irgendwie nie. Habe aber schon gehört, dass der ziemlich gut sein soll. Oh. Der hat ja fast was Parfümiges. Sehr, sehr schön. Den kann ich mir gut im Schlafzimmer vorstellen. Oh, wunderschöner Duft. Ah, oh, da freue ich mich. Schön. Und Blue Moon Cranberry Pomegranate. Cranberry Pomegranate. Das könnte gut zusammenpassen und ist schon ins Herbstliche gehen. Mal schauen. Wir hatten über Blue Moon auch vorher geredet, dass keiner von uns sagt, kann ich nicht ab wegen dieser Wachsnote. Ich mag die ja sogar, habe ich ihr dann auch nochmal gesagt. Sie so, kann ich gar nicht. Also habe ich noch nie gehört, aber sie stört diese Wachsnote halt auch nicht. Ich glaube, ich habe ihr aber gar nichts von Blue Moon eingepackt. Cranberry Pomegranate. Es ist auf jeden Fall was Fruchtiges und was nicht süß-fruchtiges. Das riecht gut. Und das könnte wirklich in den Herbst passen. Das stimmt schon. Ich bin gespannt. Ich rieche jetzt da erstmal kalt auf die Wachsnote gar nicht. Sehr seltsam. Ja, das war das Ende des ersten Päckchens. Dann schaue ich mal ins nächste rein. Bin so gespannt, echt. Wahnsinn. So, hier habe ich jetzt Goose Creek Sweet Banana Bread. Ich glaube, den hatte ich auch noch nie. Das finde ich immer gut, wenn man durch so einen Tausch eben Düfte kennenlernt, die man noch nie hatte, die neu für einen sind und die einen dann eventuell überzeugen und man macht sich dann auf die Suche nach mehr davon. Oh, Sweet Banana Bread. Süß, ja. Und meine angenehme Bananennote. Mit einer Bakery-Note zusammen. Das habe ich noch nie gerochen so. Also Bananenbrot ist ja oft Banana Nut Bread, dann so sehr würzig und schwer. Der hier ist leicht und süß. Der macht Spaß, ja. Schön, werde ich gerne in der Küche ausprobieren. Greenleaf Heirloom Spice Caramel Pumpkin. Was ist das für ein Gewürz? Dieses Heirloom? Spricht man das überhaupt so aus? Aber Pumpkin ist immer gut. Ich liebe Pumpkin-Düfte und ich freue mich schon, wenn der Herbst bald anfängt. Bei mir ja immer besonders früh, schon im August. Ein fast parfümiger Pumpkin. Sehr schön. Der ist überhaupt nicht so würzig, so knallig nach Herbst riechend, sondern parfümisch, leicht, aber nicht schwach. Also leicht im Sinne von, ja, der legt sich nicht so schwer in die Luft rein wie so ein gewürziger Kürbisduft, sondern ich glaube, dass der für den Übergang in die Gewürzkürbiszeit ein ganz schöner Duft ist. Also für den früheren
Herbst. Entschuldigung. Country Candle Vanilla Cupcake. Ein typisch farbiges Wachs für diesen Duftnamen Vanilla Cupcake. Auch das ist sowas Unspektakuläres, wo ich halt, ja, kaufe ich selten sowas, obwohl ich es gerne rieche. Ja, der riecht im Grunde ganz ähnlich wie der von Yankee Candle, der Vanilla Cupcake. Süß, butterig, lecker. Eine leichte gebackene Note im Hintergrund. Gefällt mir auch gut. Auch wieder was für die Küche. Hier ist wieder ein Blue Moon Tart. Pink Fluffy Unicorn Got Murdered. Das arme Einhorn wurde umgebracht. Wie kann man nur? Ja, ich vermute, das sind die Beine des Einhorns, die ich hier bekommen habe. Und der Kopf ist dann wahrscheinlich noch bei der lieben Verena. Da ist eine Minze drin. Aber eine süße Minze. Da ist viel drin. Da ist eine Zuckernote drin. Das könnte für mich schon fast so in die Weihnachtsrichtung gehen, so Candy Cane mäßig. Aber es ist ein bisschen süßer noch. Sehr schön, sehr interessant. Werde ich gerne austesten. Jetzt fällt hier gleich alles runter. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen besser verteilen. Goose Creek Butter Cookie. Butterkeksdüfte sind auch wieder von diesen unspektakulären Düften für mich, die ich eigentlich selten selber kaufe, aber gerne rieche. Ja, das riecht ein bisschen so. Kennt ihr diese Keksdosen, die man im Supermarkt kriegen kann mit den Danish Butter Cookies? Wenn man die aufmacht und da die Nase reinhält, so riecht das. Das ist echt gut gemacht. Schön. Gefällt mir. Wunderbar. Scentsy Marshmallow Mint Cocoa. Auch den kenne ich nicht. Da freue ich mich, dass ich den testen kann. Marshmallow Mint Cocoa. Ja, vom Namen her könnte mir das zusagen. Oh, wow. Die Minznote ist stark. Aber die Kakaonote ist auch gut wahrnehmbar. Und der Marshmallow auch. Ich kann alle drei Komponenten wirklich riechen, was selten ist. Ich weiß nicht, ob mir die Minze da schon zu stark ist. Muss ich testen. Werde ich testen. Aber vielleicht eher in einem Raum, wo ich nicht mich ständig aufhalte. Oder ich gebe es meinem Freund, der wird das auch mögen. Mal gucken. Verteilen, verteilen, verteilen. Bridgewater Welcome Home. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ist aber schon länger her. Ich habe nicht wirklich Erinnerungen dran. Ich finde auch süß, wie die Aufkleber immer dazu passen, ne? Welcome Home, dann ist dann Aufkleber Home Sweet Home drauf. Total schön. War das die ganze Zeit schon so? Ja, bei Pineapple Packer zum Beispiel ist auch eine Ananas drauf. Ja, das ist ein gewürzlastiger Kuschelduft. A la Home Sweet Home. Allerdings ein bisschen milder als Home Sweet Home, würde ich sagen. Welcome Home von Bridgewater. Sehr schön. Eher was für Herbst oder Winter. Dann habe ich ein Daylight bekommen von Kringle Candle. Ich hatte ihr auch ein Daylight oder zwei reingetan. Das ist gut. Apple Pumpkin. Apple Pumpkin ist natürlich wieder voll meins, ne, Herbstduft. Starke Apfelnote. Ein roter Apfel. Ein sehr reifer roter Apfel. Zusammen mit der Kürbisnote, die ich so mag, ja. Aber die ist wirklich im Hintergrund. Auch was für, ich sag mal, Ende September, Anfang Oktober schon. Für einen früheren Herbst. Gefällt mir. Freue ich mich drauf.
Bridgewater Remember When. Auch den hatte ich mal. Ist auch schon ein bisschen her, aber ich hatte ihn. Und der ist sehr sanft. Da jetzt meine Finger nach so vielen Sorten Wachs riechen, kann ich gar nicht so viel darüber sagen, was ich da rieche. Ist vielleicht auch nicht klug, sowas nach einem Apfelduft zu nehmen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, ich sollte mal Hände waschen gehen. Bis gleich. So, mit frischen Händen versuchen wir dann mal hier weiterzumachen und wieder Dinge zu riechen. Kringle Candle Lava Cake. Den habe ich doch letztens erst gekauft, oder? Oder nicht? War das Lava Cake? So was sehr Schokoladiges. Mal gucken. Lava Cake. Also ein Kuchen ist das nicht, finde ich. Und wenn, dann hätte ich diesen Kuchen gerne als Parfüm. Aber es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich gut. Da ist eine Schokonote drin, ja. Aber auch eine sehr schöne parfümige Vanille für mich. Schön. Gefällt mir. Lava Cake von Kringle Candle. Och, wie süß ist das denn? So ein Melt hatte ich ja noch nie. Wohlfühlmomente Pink Champagne Marshmallow. Man kann das, glaube ich, nicht lesen. Aber guckt euch dieses Melt an. Ein Bonbon. Die Form habe ich schon öfter bei Facebook und Co. gesehen. Ja. Aber ich selber hatte, glaube ich, noch nie so ein Bonbon. Voll süß. Oh, ist das lecker. Pink Champagne Marshmallow. Oh. Süß und gleichzeitig, also girly irgendwie. Gleichzeitig Champagne, eine Alkoholnote, eine bubblige Alkoholnote. Und einfach zuckersüß dazu. Mmh. Oh, der ist wunderschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Schön. Ah, da freue ich mich. Da freue ich mich so richtig. Traumdüfte. Das ist ja ein Shop, den ich selber noch nie ausgetestet habe. Champagner Toast. Das ist ein spritziger, zitrischer Champagner. Ein idealer Silvesterduft, finde ich. Schön stark, also im Kalten geschnuppert. Oh, richtig schön. Champagner Toast von Traumdüfte. Ja, gefällt mir alles bisher. Also, manche Sachen müsste ich mischen, aber die würden auch schon zueinander passen. Irgendwie so ein vanilliger Duft mit dem Pineapple Packer zusammen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und die anderen fand ich alle solo schon gut. Nehmen wir das nächste Päckchen. So. Wir haben Country Candle Daydreams. Country Candle Daydreams. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal hatte. Country Candle Daydreams. Oh, der ist schön. Ich glaube, ich hatte den noch nicht. Ah, der ist auch sehr süß, leicht fruchtig. Total angenehm. Sehr schön. Auch da wieder passt farblich dieser Aufkleber so schön, finde ich. Mit dieser Blume, die in diesem Lila gehalten ist. Total schön. Wirklich mit viel Liebe gemacht, muss ich sagen. Kringle Watercolors. Den kenne ich natürlich. Wer kennt den nicht? Das ist ein Klassiker unter den Kringle-Düften, meiner Meinung nach. Ja, ich mag den auch. Der ist süß und nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Der ist genau richtig. Watercolors mag ich gerne. Es ist nicht so, dass ich jetzt dringend ein Glas davon bräuchte. Ich finde auch das Label ehrlich gesagt gar nicht so schön. Aber so in Tarts immer mal wieder sehr schön.
Kringle Warm and Fuzzy. Auch ein weißes Melt. Warm and Fuzzy hatte ich, glaube ich, noch nie. Oh. Der geht so in die Richtung von... Wie heißen die? Clearwater Creek oder... Die, nee, ich so gerne mag. Der mit der Brücke. Covered Bridge. Sehr schön. Ein sehr schöner Herbstduft, der auch schon im frühen Herbst wieder geht. Warm and Fuzzy. Sehr, sehr schön. Genau mein Beuteschema. Wohlfühlmoment, ein kleiner Wachsgruß. Und zwar in Cactus and Sea Salt. Das hatte ich schon mal, das ist okay. Das habe ich gerne in den Bädern. So ein Duft in der Größe wird er bei mir im Gästebad landen. Ja. Ist halt ein salziger, grüner, floraler Duft. Cactus and Sea Salt. Country Candle Winter Snap. Ist das das mit dem Hündchen drauf? Was dann so irgendwie schlafend fotografiert wurde? Dann kenne ich den nämlich. Ein sehr weicher, kuscheliger Duft in die Kaschmir-Richtung. Auch sehr schön. Super schön. Winter Snap. Und da ist dann eine Eule drauf. Ich finde das so passend und liebevoll gemacht. Verena, habe ich dich eben Vanessa genannt? Du heißt Verena, oder? Verena, ich hoffe, ich habe dich nicht Vanessa genannt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mit so V-Namen. Ich habe Sommerferien. Ich kann sonst immer relativ schnell Namen lernen. Mein Namensgedächtnis ist ganz gut. Ich unterrichte ja Fremdsprachen und mache immer mit den Schülern eine Wette. Wenn ich am Ende der ersten Doppelstunde die Namen kann, müssen die ganze Zeit Vokabeln anständig lernen. Ich gewinne das immer, also ich kriege das immer hin, die Namen zu lernen, übrigens mit Nachnamen. Manchmal gebe ich den Schülern zwischendurch andere Namen, die sie dann auch so im Scherz das ganze Schuljahr behalten. Oder manchmal auch ihr ganzes Schülerleben. Aber im Grunde schaffe ich das, relativ schnell die Namen zu lernen. Dieses Schuljahr war ein bisschen schwieriger mit den vielen Distanzsachen, aber es gelingt mir ganz gut. Nur, wie man gerade sieht, manchmal habe ich einfach Namen, die ich ständig verwechsel. Verena, Vanessa. Ist so ein Ding, echt. Verena. Warm and Welcome von Goose Creek. Ja, den kenne ich. Ja, der riecht süß, kuschelig. Ein Kaschmirduft, der halt sehr süß ist, würde ich sagen. Ist das nicht der mit der schwarzen Katze auf dem Label? Manchmal... Weiß ich nicht. Namensgedächtnis. Bin ich mir da nicht so sicher. Blue Moon Schattenwolf. Blue Moon Schattenwolf. Mit einem Wolfaufkleber. Und das sind einfach so flache Stückchen. Ich glaube, die nennt man Brittles. Schattenwolf. Klingt mystisch. Für mich riecht das nicht mystisch, sondern, entschuldigt die Leute, die diesen Duft lieben, für mich riecht das nach Spülmittel. Ich weiß es nicht. Ich muss das warm testen, wahrscheinlich auch eher in einem Bad, wo man eben nicht so ständig ist. Kalt geschnuppert ist der jetzt für mich Spülmittel. Hier fällt wieder alles runter. Kringle Grey. Ja, Grey mag ich sehr gerne. Grey hatte ich auch noch letztens in der Lampe. Es ist ein schöner, pudriger, männlicher Duft, den ich immer verdüften kann, wo ich auch jede Menge Vorrat von habe. Oh, ja, so darf Mr. Grey gerne riechen. Das gefällt mir. Dann habe ich ein Stück von einer Waffel von Miss Curly Wax, Dove Type. Miss Curly Wax ist also auch in die Gegend wieder gekommen. Sie ist ja, glaube ich, aus Gladbach. Auch nicht so weit weg. Ja. Ja, ein schöner Duft.
Riecht wirklich nach der Darf Creme, nicht nach Nivea, sondern nach Darf. Und riecht auch relativ stark. Schön. Da freue ich mich auch. Von ihr habe ich noch nicht so viel getestet, glaube ich. Wenn überhaupt irgendwas. Und wenn, dann eben auch nur Austauschspäckchen. Dann habe ich hier von Goose Creek Clear Blue Sky. Clear Blue Sky. Doppelt verpackt übrigens. Was ich bei The Wax Crumbs nicht ganz dumm finde, aber mache ich eigentlich nie da noch ein Tütchen drum. Ja, ein frischer Luftduft. Eine nicht zu trockene, warme, aber nicht heiße Luft. Mit all den Gerüchen, die so in der Luft rumwabern. Ja, verschiedene Pflanzen, die um einen drum sind, Bäume. Aber eben auch vielleicht naheliegendes Wasser. Ein schöner Duft, ein sehr schöner, natürlicher Duft. Gefällt mir. Traumdüfte unbekannt. Unbekannt ist immer ein guter Name, unbekannt mit Fragezeichen sogar. Schauen wir mal, was ich da rieche. Traumdüfte unbekannt. Was Fruchtiges. Ich rieche was Fruchtiges. Und zwar könnte das eine Mischung sein aus Birne, und irgendwelchen anderen orangenen Früchten. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es was Fruchtiges und es riecht sehr angenehm. Jo. Damit haben wir auch das dritte Päckchen leer. Wie viele sind denn noch? Es sind immer noch drei. Hier ist übrigens gerade noch ein Bonbon. Das nächste Päckchen hat drin von Blue Moon das Schlaflied. Das sind so Blue Moon Düfte, die ich auch so überhaupt nicht kenne. Und auch Formen, die ich gar nicht kenne. Sieht aber sehr spannend aus. Sieht aus wie so ein Spargel, nenne ich das mal. Schlaflied. Also bei Schlaflied hätte ich jetzt was mit Lavendel erwartet. Ich rieche aber kein Lavendel. Sondern eher was Zitrisches. Vielleicht mit einer leichten Kaschmirnote drin. Spannend. Wahrscheinlich ist was ganz anderes, aber das rieche ich. Scentsy Blood Orange Spice. Das klingt wieder nach Herbst, Winter und schreit nach mir. Blutorange und Gewürze. Ja. Schwach, dafür, dass es ein Gewürzduft ist. Aber es ist wirklich ein Blutorangenduft, kein Orangenduft, gespickt mit Nelken und vielleicht noch ein bisschen anderen Gewürz, nicht sehr zimtlastig, auch mal angenehm, ist halt mal was anderes, ne? Dann habe ich hier Goose Creek Tuscan Vineyard. Tuscan Vineyard Düfte finde ich immer toll, die sind so diese amerikanisch interpretierten Traubendüfte, etwas künstlich. Ja, ich mag das. Es ist so schön süß und sehr, sehr angenehm. Mag ich. Auf jeden Fall. Dann habe ich Goose Creek Rainbow Sugar. Ein hell-lilanes Melt, fliederfarbenes Melt. Sehr süß. So, als ob man
eine Tüte Fruchtbonbons aufmacht und daran riecht. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich diese Tüte hier aufmache, Katjes, dass das so ähnlich riecht. Das würde ich erwarten. Entschuldigung. Green Leaf, Orange and Honey. Orange und Honig klingt auch mehr nach Herbst, Winter. Meine Beutezeit. Nee, den mag ich nicht. Was ist denn das für eine Orange? Also den Honig rieche ich gar nicht. Und die Orange riecht für mich schimmelig. Nee, das, sorry, aber das ist nicht meins. Den kann ich gerne weiterziehen lassen, hoffe ich. Nee, Orange und Honig, Orange and Honey von Green Leaf. Kommt mal auf einen anderen Stapel. Den möchte ich, glaube ich, nicht mal testen. Dann habe ich ein Yankee Candle Tart Berry Trifle. Sehr schön. Das hatte ich schon öfter. Finde ich einen schönen Beerenduft mit einer Cremenote drin. Sehr süß. Sehr schön. Ja, freue ich mich darauf, dass ich den nochmal habe. Dann Traumdüfte. Twisted Unicorn. Wie kann denn ein Einhorn getwistet sein? Ach, das ist bestimmt dieses gedrehte Horn, was die dann auf dem Kopf haben, oder? Der hat auch für mich eine Note, die nicht geht. Es ist süß. Es ist ein bisschen besser als eben dieser Duft, aber ich glaube, das ist auch keiner, den ich ausprobieren will. Twisted Unicorn darf weiter wandern. Und dann habe ich hier noch ein Festive Cocktail. Votivlicht von Yankee Candle. Auch immer wieder schön. Mag ich wirklich auch gerne in der Vorweihnachtszeit oder auch noch nach Weihnachten. Ja. Ein schöner, fruchtiges Getränk. Leicht gewürzt. Gefällt mir gut. Aber eben nicht so glühweinmäßig, sondern wirklich eher so ein Cocktail. Schön. Das war die Tüte Nummer 4. Dann komme ich jetzt zu Nummer 5 und damit der vorletzten Tüte. Da habe ich dann Yankee Candle Home Inspiration Pumpkin Chai Latte. Ich mag ja unheimlich gerne Pumpkin Lattes, Chais nicht so. Ich mag das lieber mit so Kaffee halt. Aber der ist schön. Der Geruch ist wirklich schön. Ein wenig gewürzt oder wirklich sanft gewürzter Kürbisduft. Mit einer Milch dazu. Ein schöner Duft. Ja, den werde ich sehr gerne verdüfteln. Der wird mir Spaß machen. Hügebi Peanut Butter Cookie. Hügebi habe ich ja die Erfahrung mitgemacht, benutzt man besser in kleineren Räumen, weil die super schöne Düfte haben, aber nicht so unheimlich stark sind. Oh, das ist ein schöner Küchenduft. Peanut Butter Cookie. Diese Peanut Butter kann man wirklich gut riechen. Zu sehr Cookie ist das nicht. Es ist nicht zu sehr gebacken, sondern riecht wirklich schön nach so einem. Kennt ihr die Reese's? Diese Peanut Butter Cups? Ein bisschen so riecht das, wie die Füllung von denen. Geil. Einfach nur lecker. Schade, dass meine Küche nicht so klein ist, dass dieses Ding das schaffen könnte. Aber ich finde bestimmt was, womit man das gut mischen kann. Dann habe ich hier Wohlfühlmomente, Shopduft Cool Coconut Surf. Ein kleines Herz in Blau. Coconut Surf klingt nach einem Sommerduft. Ja. Die Kokosnote ist eher unterschwellig. Ich nehme eine sehr aquatische Note wahr. Aber auch eine sehr schöne. Ja,
Den werde ich gerne austesten. Wunderbar. Bridgewater Vanilla Cream. Vielleicht ist das schon so einer, den man ganz gut mit diesem Peanut Butter Cookie kombinieren könnte. Wenn er stärker wäre. Vanilla Cream, sehr sanfte Vanille. Eine schöne Vanille, aber eine sehr sanfte. Sehr schwache. Aber als Mischduft wahrscheinlich immer ganz schön. Auch den könnte ich mir gut vorstellen mit dem Pineapple Packer, um den sanfter zu kriegen. Ja, kriegen wir hin. Country Candle Coffee Shop, den kenne ich, glaube ich. Ja, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ich den kenne. Country Candle Coffee Shop. Ja, ein schöner, dunkler Kaffee. Ohne viel Schnickschnack. Eine leicht nussige Note vielleicht. Aber nicht Gewürze, nicht viel Milch, sondern dunkler Hazelnut-Coffee vielleicht. Lecker. Sehr schön. Und Kaffeedüfte kann ich auch wirklich das ganze Jahr durch haben. Kringle Hot Chocolate. Hot Chocolate, Kakao, wenn es ein guter ist, nehme ich das auch sehr gerne. Mhm. Ist ein guter. Mit echter Milch. Ja, ein schöner Kakaoduft. Gefällt mir. Ich bin ja nicht so der Mega-Schokodüftler. Aber so hin und wieder oder eben gemischt mit einem Kaffeeduft finde ich das wirklich schön. Dann habe ich hier Bridgewater Autumn Stroll. Das klingt wieder nach meinem Beuteschema. Da ist ein Füchschen drauf. Passt auch wieder sehr gut. Oh, der ist sehr parfümig und sehr frisch. Dieser Herbstspaziergang ist an einem sehr kühlen Tag gemacht. Und an einem Ort, wo man nicht alleine ist. Nicht im Wald, sondern eher, weiß ich nicht, über Wiesen, durch Felder, wo man anderen Leuten begegnet, die eventuell auch ein Parfüm drauf haben. Aber riecht sehr interessant und sehr spannend. Das werde ich gerne, gerne ausprobieren. Das liegt wirklich voll in meinem Beuteschema. Oftmals kann ich das ja schon wirklich am Namen erkennen. Bridgewater Gathering verspricht mir auch einiges. Gathering, die Ernte, das Einfahren der Früchte, die auch immer angebaut wurden. Oh. Ja, Früchte wirklich. Ein sehr fruchtiger Duft für Gathering. Und ein sehr frischer. Ich habe hier oft schon von solchen Düften dann gesprochen, dass das so riecht, wie wenn man morgens in so einen Hofladen reinkommt, wo die frisch die Sachen aus vom Feld aufgebaut haben und dir verkaufen. Das hier riecht eher so, als ob so ein Erntewagen an dir vorbeifährt, als ob das noch wirklich noch frischer ist, noch kälter morgens. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Wunderbar. Dann habe ich ein kleines Schätzchen bekommen. Yankee Candle Iced Gingerbread. Ich glaube, das war aus dieser Cookie Swap Kollektion. Ich habe da, glaube ich, immer noch den Mary Berry Linzer mehrfach. Das riecht aber wirklich wie so ein Lebkuchenherz auf dem Jahrmarkt. So ein verziertes. Wenn man das ausgepackt hat und anbricht und das noch relativ frisch ist, so riecht das. Voll lecker. Danke. Ich freue mich so aufs Düfteln im Herbst. Wirklich. Jetzt schon. Obwohl wir mitten im Sommer sind. Country Candle Maple Sugar Cookie. Auch sowas klingt nach Herbst.
Maple Sugar, Cookie. Traumhaft. Richtig schöne gebackene Note und dann eben diese Süße von Ahornsirup dazu. Lecker. Richtig lecker. Schön. Country Candle Welcome Home. Wieder einer, der Welcome Home heißt. Da drauf auf dem Aufkleber steht Places. There's no place like home. Sag ich ja auch immer. Zu Hause ist es doch irgendwie am schönsten. Oh, der ist viel würziger als der eben. Der hat auch viel mehr Zimt drin. Ich würde sogar sagen, mehr Zimt als der Home Sweet Home von Yankee Candle. Und der wird eine Duftbombe sein. So richtig stark riecht der. Ja, ich mag das ja. Ich kann es auch nicht immer haben, aber grundsätzlich mag ich solche Düfte unheimlich gerne. Eastlight Candles. Pistachio. Good Vibes Only. ein helles Wachs. Eastlight Candles. Pistachio müsste ich kennen. Ich kenne da fast jeden Duft mittlerweile. Ja, auch den kenne ich. Und der ist auch wirklich gut. Ein schöner Pistazienduft. Leicht abgerundet durch eine Vanillenote, würde ich sagen. Aber nicht eine eisige Vanillenote. Also nicht so ein Pistachio Gelato, sondern vielleicht ein Pudding. Ein Vanillepudding mit Pistazien. Das so in etwa. Das letzte Päckchen. Es ist schon vorbei. Nein, es war jede Menge. Und ja, wir hatten uns zwischendurch auf dem Laufenden gehalten, wie viel wir gepackt haben. Und ich glaube, es war bei jedem, weiß ich nicht, ein Kilo. Guten Kilo. Bei mir war es auf jeden Fall auch guten Kilo. Oh. Viva Havana, ein Tart. Ich habe noch, glaube ich, einen Sampler davon. Den wollte ich auch dieses Jahr noch verdüfteln. Jetzt habe ich noch einen Tart dazu. Ich mag den. Wobei ich nicht so ein Jäger von diesem Duft bin, dass ich dringend ein Glas brauche und dafür diese Preise, die mittlerweile dafür aufgerufen werden, bereit bin zu zahlen. Aber ich mag den. Es ist halt ein leichter Tabakduft mit einer Vanillenote drunter. Ich finde auch das Label wunderschön. Viva Havana. Das ist nicht schlecht. Da freue ich mich. Dann habe ich von Woodwick Fraser Fir. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Oder hab's noch. Das ist ein Tannenduft. Ein klassischer Tannenduft. Also ich nenne eben alle Tanne Nadelbaumduft. So, da bin ich wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich greife einfach wieder rein. Traumdüfte. A Thousand Wishes. So sieht's aus. Man kann das nie lesen. Ich wüsste auch nicht, aus welcher Position das ginge. Ich habe auch Gegensonne im Moment. Aber es ist die schöne Abendsonne. A Thousand Wishes. Schön. Das riecht für mich wieder wie so ein Victoria's Secret Duft. Schön. Ein fruchtiger, parfümiger Duft. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Und dann habe ich Evergreen Mist von Yankee Candle. Auch ein Klassiker unter den Nadelbaumdüften, den ich auch in mehreren Formen noch hier habe. Ja, auch den mag ich um Weihnachten herum. Ja. Dafür habe ich eigentlich zu viele von diesen grünen Nadelbaumdüften. Ich mag die aber nicht das ganze Jahr über. Woodwick Fireside. Da bin ich sehr gespannt. Ich mag die Woodwick Melts sehr gerne. Eine schöne, weiche Fireside-Note. Nicht so rauchig. Leicht parfümig und holzig. Schön.
Ist nicht der beste Holzduft von Woodwick, den ich kenne, aber ein sehr schöner. Und riecht gar nicht so, ja, so kokelig, Fireside-mäßig. Eher so, weiß ich nicht, als ob das Lagerfeuer gerade gelöscht wurde. So, diese Luft ist noch voll von diesem Feuergeruch, aber es ist kein Rauch mehr da. Sehr schöner Duft. Traumdüfte Baby Boy. Mal gucken, ob das nach Junge riecht. Nein, es riecht nach Babypuder, aber das sehr stark und sehr schön. Oder vielleicht auch eher eine Babycreme. So ein Bübchen. Sehr, sehr schön. Ein schöner Duft, ein schöner frischer Duft. Schlafzimmer, auf jeden Fall. Und Traumdüfte Magic in the Air. Magie. Oh, das ist interessant. Das ist ein frischer Duft, aber auch süß. Ich würde den jetzt gar nicht so mega fruchtig finden, wie das oft der Fall ist, wenn ich sowas rieche. Der ist spannend. Irgendwie spritzig riecht der schon auch. Aber nicht zitrisch. Schön. Interessant und neu für mich. Finde ich gut. Irischer Rasen. Von wem auch immer. Das weiß ich jetzt nicht. Irischer Rasen. Das könnte das Öl sein, was auch Serpil benutzt hat. Das riecht wieder wie ein verkokelter Rasen. Das ist kein irischer Rasen. Leute, wart ihr mal in Irland? Das ist auch nicht meins. Verkokelter Rasen. Ah, und einer meiner Lieblinge, Kringle Beachside. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ein halbes Daylight. Schön. Einfach schön. Ein schöner Sun and Sand Verschnitt. Der auch gut was drauf hat. Ja, das war's. Das Paket ist leer. Ich freue mich mega. Ich finde, wir haben einen wunderschönen Tausch gehabt. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Verena, nicht Vanessa, Verena. ja, ich hoffe, dass auch in meinem Paket was für dich dabei war, was dir gefallen hat und was du vielleicht auch noch nicht kanntest. Bei mir war da jede Menge. Also gerade so, was die Scentsy-Sachen anging. Hast du mir ganz viele neue Düfte mal unter die Nase gehalten? Finde ich super, habe mich sehr gefreut und insgesamt von diesem großen Paket habe ich nur drei Düfte zur Seite gelegt, die ich weiter wandern lasse. Das finde ich wirklich gut. Ich danke dir von Herzen. Du hast mir echt eine große Freude gemacht, auch mit den Zugaben, die ich wirklich auch dann morgen ganz gut brauchen kann, über die ich mich freue. Ja. Allen anderen wünsche ich einen guten Abend, eine gute Nacht, einen schönen Morgen, einen guten Tag, wann immer ihr das Video gesehen habt. Bleibt mir gesund. Bis zur nächsten Woche. Alles Liebe. Eure Petra.